Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to the War 2 mit den Römern. Wir sind gerade beim Vorproduzieren und werden gerade voll vor den Kopf gestoßen. Jetzt kommt auch noch Pergamon. Letzte Runde haben wir mit, wie viel waren das? 600 bis 1000 Garnisonsleuten eine 6000er Armee fast aufgehalten. Es war wirklich nicht knapp. Also der hat uns überrannt, aber trotzdem, wir haben sehr viel von ihm aufgehalten. Und jetzt kommt auch noch Pergamon. Und jetzt muss ich mal schauen, wie wir das machen. Also Gefahr ist natürlich wie immer die... Ah, wir sind so, okay. Sind natürlich wie immer die... die Pikiniere. Wir werden uns jetzt so hinstellen. So und so. Ah. Immer wenn ich, eine Taste drücke, macht er automatisch Steam auf. Das ist a little bit nervig. So. Warte, ich kann eigentlich mal die bisschen lauter machen. So. Dann warte ich mal, bis er kommt. Weil das zu gewinnen ist auf jeden Fall wahrscheinlicher als das ginge 6000. Und da habe ich nur knapp verloren. Also sagt er. Die Frage ist, wie akkurat das ist. Unser General wird angegriffen. Ja, unser General wird angegriffen und deren General stirbt jetzt. Die Männer wanken. Befehle? Stopp mit der Geschwindigkeit! In Quadratformation! So, ich muss halt so lange warten, bis ich die Pikiniere ausschalten kann. Die Pikiniere kommen zur Front, das ist gut. Nee, kommen sie nicht. Zuerst kommen die Hopliten, das ist nicht gut. Der wird auf jeden Fall noch nicht schießen. Die schießen dann erst danach. Also die schießen dann wirklich nur auf die... Hey, willst du uns verarschen? Hallo, hier sind wir. Ah, jetzt hat er. Er hat uns gemerkt. Und tschüss. Und nochmal bitte? Feuer frei. Eigentlich könnte... Alter, voll in die Schulter. Hey, der cheatet. Der cheatet voll. Und der da könnte wirklich das Schild nicht mehr gebrauchen. Ne? Das war nämlich die Stärke von dem Pieder. Dass wirklich die Speere so abgeknickt sind, also die Spitzen abgeknickt sind. Und die so keine Chance mehr hatten, die Schilde zu benutzen. Weil die Spitzen waren eben aus weichem Metall und haben sich sofort verbogen. Und dementsprechend konnten sie nicht rausgerissen werden aus den Schilden, wie bei normalen Pfeilen oder so. Aber es war, ja, es war sehr effektiv. Also sie konnten nicht rausgerissen werden, sie behinderten das Schild. Und dementsprechend, ja, GG.
Haha. Frisch und frisch, das ist gut. Die warten jetzt, oder? War das die beste Einheit von denen, oder was? Also die verlieren gerade, ne? Weißt schon. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Hm. Jetzt kommt der Verstärkung. Na, das sind nur Hauptgegner, okay. Ich warte auf die Pikiniere. Hopliten. Da kommen nochmal Hopliten. Da kommen die Pikiniere. Come on. Komm halt echt nicht. Ja. So. Das war's erstmal. Hat auch sehr viel geholfen. Ich muss jetzt anfangen zu schießen. Weil sonst brauchen die gar nicht mehr zu kommen, weil sonst verliere ich schon. Mach die mal jetzt platt. Greife ich von der Seite an. So, sehr schön. Ich will mich nicht so breit aufstellen, sondern schon. Schon geballt hier. Ja. Das heißt, jetzt sei blöd mit den Bogenschützen, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Warte, ich gehe mal mit denen außen rum. Oder nee. Ich muss jetzt. Ja, da kommen die Pikiniere. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, da ist halt die Gefahr groß, dass ich denen in den Rücken schieße. Warte mal, wieder zurück. Das ist gerade nicht gut.
verlieren Boden. Ja, wir verlieren, das ist klar. Nee, jetzt. Kritische Söldner-Bogenschützen, ja, das sind die auch die besten Bogenschützen. Die sind echt hardcore, krass, übel, heftig. Komm schon, die schaffst du noch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, nee. Das war's. Gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber auch knappe Niederlage. Ah, aber die waren nicht so gut. Naja, okay. Okay, okay. Aber ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das wieder zurückerobern. Und das ist das Problem. Frage der Zeit, apropos, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, weil wir müssen bis 72 haben wir noch Zeit. Bis 72 haben wir Zeit, alles einzunehmen. Und das ist ein bisschen knapp bemessen. Aber sobald ich Rodos habe, kann ich wieder mit der Armee nach Kleinasien und dann mit dem Kaiser, mit dem habe ich ja gerade Makedonien wieder unterworfen bzw. besiegt. Mit dem komme ich dann auch nach oben. So, Triumph. Wieso Triumph? Ich verliere gerade die ganze Zeit. Schiffsrumpf. Schiffsrumpf. Ihr habt die Technologie 1 entwickelt. Das ist ganz toll. So, und jetzt musst du ganz, ganz schnell wieder zurück. Nein. Genau. So, hier ist noch eine 16er. Hier ist die 20er. Ja, das ist das Problem, dass ich hier nicht wirklich eine gute Armee habe. Ha. Also auf jeden Fall keine Fullstack-Armee. Das kann ich auf jeden Fall automatisch machen. Sehr schön. Dann hier auf jeden Fall baue ich eine landwirtschaftliche. Ja, da kommt nichts hin und ja, Schiff. Okay, die da sind gerade keine. Ja, der hat immer noch keine Garnison. Okay, warte, wie sieht es denn im Süden aus? Es ist 85 vor Christus. Also die, genau, 78 muss ich Ägypten bis hier unten haben. Beziehungsweise die Provinz Ägyptus. Also noch zwei Dinger. Du kommst. Warte mal. Achso, der meint den da. Nee. Ich wollte eigentlich die Garnison rausschicken, aber das geht ja nicht, wenn der nicht. Soll ich die Legio 1. Oh, hallo. Alexandria hat 9er Garnison. Und das ist was für eine? Admiral. Das ist ein Admiral. Interesting. Dann gehe ich ja mal nach Alexandria zurück.
Wie viel Garnison haben die denn? 7. Ja, und die sind fast tot. Also auch nicht ganz so optimal. Optimal. So, was mache ich hier in Hellas? Mache ich mal auch nochmal Landwirtschaft, weil wir bauen ja gerade alles extrem aus. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie viel Nahrung wir dann am Schluss noch haben. Weil das kostet ja alles Nahrung. Gut, nächste Runde bin ich mit denen wieder zurück in Ephesus. Die da müssen noch heilen. Mit denen würde ich wahrscheinlich nochmal... Fernkämpfer haben wir genug. Ich würde wahrscheinlich seltener Hopliten holen. Ja. Und die Rüstung von denen aufbauen, weil jetzt kommt wahrscheinlich der da noch mit. Die 10.000 und die Zerstörer werden wahrscheinlich hier angreifen. Zwei. Also in einer Runde sind die fast voll wieder. Der da braucht 3. Also ja, wird immer noch ein bisschen aggeknackt sein. Warte, was ist denn mit dir? Du gehst mal wieder zurück, weil Makedonien ist jetzt weg. Hier oben ist alles in Ordnung. In Buddha. Agenten. Natürlich ist, wurde das verhindert. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, du versauerst da immer noch. Hier ist ein Agent. Versuche ich mal Fehlleitung. Hier und... Ja, Sichtfeld ist unwichtig, aber... Mehr Sichtfeld ist besser als weniger. So, du bekommst nichts. Du wirst aktiviert. Ah, hier habe ich noch eine Flotte. Ah. Und die haben das erobert. Das ist ein guter... Eine gute Chance für mich. Ah, genau. Hier habe ich ja... einen kleinen Scout... Gut, genau, Fehlleitung, super, du kannst mal hier runter gehen, dich habe ich gerade hochgeschickt, wegen denen, du bleibst da, okay, alles klar, dann schauen wir noch kurz, ob hier was rekrutiert, genau, Welt der Wunder, Koloss von Rhodos, was macht der denn? Zolleinkommen für Handel und Rekrutierungsplätze für Flotte, das ist gar nicht schlecht, das ist gar nicht schlecht. Gut, dann schauen wir mal weiter. Die Frage ist natürlich, die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Deren Forderungen sind 20.000. Nö. Zu euch komme ich ja auch noch. Warte, wann ist das? 50 vor Christus, glaube ich. Ja, 55 bis 58 ist Gallien und 51 war die Landung in Britannien. Super. Da muss ich noch schauen, wie ich das mache, weil die Landung in Britannien war eben... 51, da ist Caesar hochgeflutscht. Aber genau. Ah, ja, stimmt. Stimmt. 100 Jahre später erst kam dann der Britannienfeldzug und wurde. Also 43 nach Christus begann dann der... Autsch. Uiuiui. Begann dann der Britannienfeldzug und 87 galt Britannien als besiegt. Aber das war ja nicht so. Dazu werde ich dann auch nochmal was erzählen.
Wir werden das auf jeden Fall spielen, weil ich will nicht, dass Legio 5 verliert. Aber ganz ehrlich, ich schau mal. Er sagt, knappe Niederlage die ganze Zeit. Okay, dann schauen wir mal, wie akkurat diese Vorhersage ist. Ich werde auf jeden Fall die Hopliten ganz an die Front tun. Weil Söldner sind, ja, werde ich sowieso nicht behalten. Und, das ist wieder sowas. Die Frage ist jetzt wieder, wo wird der Gegner kommen? Wo wird er herkommen? Und, ich werde auf jeden Fall hier das zumachen. Hier das zumachen. Hier stelle ich die das Katapult hin. Also rein logisch gesehen, müssten alle von hier kommen. Also rein logisch gesehen. Das da sind die Garnisonsarmee. Die werde ich hier hin tun. Na, der kommt hier hoch, runter. Hoch, runter. Die mache ich hier. Der könnte Giftgeschosse machen. Ja, erstmal normal. Die steigen auch erstmal hier hin. Das ist schön. So, ihr kommt hier hin. Ihr kommt dahin. Ihr kommt dahin. Die drei kommen dahin. Habe ich da noch einen? Ich glaube nicht. Also hier sind die Pferde. Das ist so ein einfacher General. Die Hopliten sind da. Die da sind zur Verstärkung. Warte. Den mache ich auch weg. Und die beiden stellen sich breiter auf. Okay. Dann let's go. Da muss ich ja wahrscheinlich nochmal umstrukturieren, sobald der Gegner kommt. Also seine Armeen. Das ist halt... Es nähert sich feindlich. Ja, natürlich von hinten, gell? Das ist immer sehr amüsant. Das ist natürlich immer sehr gut, wenn der von hinten kommt. Wie baue ich mich dann auf? Ich glaube, ich baue dann das Katapult hierhin auf. Die werden sich auch umstrukturieren. Die beiden auch. Die werden dann nach da gehen. Die kommen mit zum Katapult. So eine Grundsicherheit ist immer gut. Die da. Und die beiden gehen mal... Das ist gut. Nach da. Okay. Weil die haben jetzt nur zwei verloren. Das ist ziemlich gut. Wir Steinschleuderer, das übernehmen dann meine Kavallerieeinheiten. Mit den Katapulten muss ich halt schauen, weil ich könnte hier das da kaputt machen. Aber ich habe halt keine brennenden Geschosse, das ist ein bisschen blöd. Ich gehe mal mit allen dahin. Okay, da sind noch zwei Ether.
Okay. Die da brauche ich eigentlich jetzt nicht. Die könnten nicht hier hingehen. Die da kommen dann nicht hier hin. So. Mal kurz Platztausch. Unser General wird angegriffen. Und dann chargen die hier in den Rücken rein und versuchen die so schnell es geht zum Aufgeben zu überreden. Und dann, weil ich muss halt schauen. Ich muss halt schauen, dass ich Ich glaube, die sind da nicht allein. Ich glaube, die anderen sehe ich einfach nur noch nicht. Okay, jetzt bitte aufhören zu schießen. Ja, natürlich bin ich bei den einzigen Typen, der anhält. Oder bei der einzigen Einheit, die er anhält. Der ist halt wirklich alleine. Was ist das denn für ein Kerl? Wollt ihr nicht chargen? Okay, der kommt jetzt von hier. So. Okay, da kommt auf jeden Fall. Ey, General, was ist los mit dir? So. Jetzt ist die Frage, wie ich den aufstelle. Stell den mal so auf und gib denen noch zwei Legionärskohorten mit. So, jetzt kommen sie. Könnte man sehr schön reinchargen. Aber das werde ich jetzt noch nicht machen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, welche? Ja, wahrscheinlich der da. Ja. Höchstwahrscheinlich. Könnt ihr jetzt schießen? Das wäre Herz allerdings. Kann der? Ja, ich muss mal noch ein bisschen warten. Sehr gut. So, mit denen werde ich. Ja, ich weiß noch nicht genau. Ich werde mal mit denen hier rausgehen. Hm.
denen gehe ich hier hin. Mit denen gehe ich dahin. Weil der wird jetzt safe nicht die Katapulte angreifen. Und kurzer Wechsel. Sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schießt ihr eigentlich? Warte mal. Ich schieß mal einfach so. Wuhuhu. Wow. Entschuldigung. Ja, ich überlass das Schießen mal dir. Gut, also ja. Die kommen jetzt mal hier hin. Zusammen mit der geballten Kavallerie. Das ist Adelsinfanterie, okay. Aber das wird denen auch nicht helfen. Jetzt mal, mach mal ein Giftgeschoss. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General, du darfst auch kommen. Mein dir, General. Läuft. Jupiter gibt uns Erdrückung. Söhne des Alters. Warte mal, jetzt will ich mal doch selbst schießen. Warte, ich schieß mal. Die Männer wanken. Hierhin. Was ist das? Ist das ein Hund? Flatsch. Nochmal. Aber ich habe Angst, dass ich meine eigenen... Das war gar nicht so schlecht, aber trotzdem widerlich. Gut, ihr galoppiert mal dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, dann geht ihr mal vorwärts und dann hier rundrum. Warte, nicht mehr schießen oder nur noch normal oder nee, einfach stopp, einfach halt. Hey. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bitte alle galoppieren. Auf allen Vieren. So. Du bist dann hier. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Das ist doch mal gut. So, zwar habe ich hier wirklich nicht mehr viel, aber im Rücken anzugreifen ist, das mögen die nie. Ja. So, General ist auch fertig.
So, das ist doch schon mal gut. Und die haben alle keine Munition mehr. Upsi. Dann schaue ich mal meinen General zu. Ist das der General? Ja, charge him. Bam. Was machst du jetzt? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Ah, ich fahre mal fort. Ich fahre mal fort und töte alles. So, hier noch. Hier alles killen. So. Aber ich habe, glaube ich, alle Generäle schon bekommen. Der feindliche General ist tot. Aha. Jetzt habe ich den General bekommen. Gut. Dann, ich habe nur 700 verloren und er hat 2700 verloren. Super. Aber er hat sich auch nicht so klug angestellt, wobei, ja, er hätte mit der kompletten Armee gleichzeitig angreifen müssen. Also, ja, von allen Seiten. Gut. Auf jeden Fall, die da waren super. Die haben sehr geholfen. Und ja, das passt. Dann würde ich sogar sagen, warte mal, mal schauen, was der Chimera jetzt macht, ob der mich nochmal angreift. Oh. Ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt auch schon wieder aufhören, weil ich nämlich vorproduzieren muss. Aber ich glaube, wir haben sowieso jetzt gerade sogar schon Überlänge. Aber ich kann halt nicht sehen, weil mein Hauptmonitor ist kaputt. Aber habe ich ja letzte Runde schon erzählt. So, ich bräuchte, glaube ich, eine Flotte hier oben, weil Pergamon hat viele Flotten. Dieser sinnlose Krieg könnte. Ja, könnte er, aber ich brauche Asien, Entschuldigung. Gut, dann war's das und ja. Hoffe, ihr habt eine wunderbare wunderbare Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.